Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Zweistellige Renditen mit Qualitätsaktien erzielen, das ist unser Ziel in diesem Format, wenn es heißt Kursraketen. Zweistellige Rendite, das heißt ja im Prinzip von 10% bis 99,9% Rendite im Jahr. Wir bewegen uns eher im niedrigen einstelligen Bereich, also 10% plus, weil alles oben drüber wird natürlich immer spekulativer und es soll ja ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien gehen. Und nicht darin, den nächsten Meme-Stock zu entdecken, was dann vielleicht zu einer Kursverdopplung führt innerhalb kürzester Zeit, bevor dann die Aktie wieder ins Bodenlose stürzt. Ja, mein Name ist Thorsten Tiete. Geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, um hier in erster Linie von steigenden Kursen zu profitieren, während Dividenden nur eine Nebenrolle spielen. Drei Aktien stelle ich euch vor, zwei Aktien davon sind alle bekannte und die dritte Aktie wird eine, ja, noch eine Aktie sein, die ihr wahrscheinlich nicht kennt und deshalb möchte ich sie euch auch vorstellen. So, fangen wir mal an und zwar mit Starbucks. Das ist eine Aktie, die so, jetzt auf den Schirm kommt. Und wenn wir eine zweistellige Rendite erzielen wollen, dann müssen wir halt gucken, dass langfristig jedenfalls, dass auch das Gewinnwachstum zweistellig ist. Wie soll sonst zweistelliges Gewinnwachstum zustande kommen? Schauen wir mal, ob das bei Starbucks der Fall ist. Und da haben wir auf 10 Jahre durchschnittliches Gewinnwachstum von 12%, check, aber auf 5 Jahre nur um die 7% knapp. Und da können wir also schon mal Zweifel sehen. Wenn wir jetzt mal gucken, also sehen wir hier auch grafisch, dass das Gewinnwachstum hier ein bisschen stagniert. Bin aber trotzdem recht optimistisch, dass man mit dieser Aktie eine Outperformance erzielen könnte. An der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Könnte, weil es zweimal Gegenwind gibt. Und wenn Starbucks den gemeistert hat, vielleicht ist das eine oder andere schon gemeistert, dann könnte es, sollte es mit dem Gewinnwachstum wieder aufwärts gehen. Das erste Gegenwind ist in China, im Fernen Osten, wegen der Zero-Covid-Strategie und den damit verbundenen Lockdowns. Das hat Umsatz gekostet. China ist das wichtigste Segment im Ausland, die wichtigste Region. Die haben schon knapp 13% Umsatz gemacht im Jahr 2021 und wir haben da gut 6.000 Filialen momentan und es sollen bis zum Jahr 2025 sollen 9.000 Filialen sein. Momentan haben wir insgesamt für die ganze Welt um die 36.000 Filialen, also ein wichtiger Markt und durch die Lockdowns hatten wir dann natürlich deutlich schwächere Umsätze, was man ja hier auch sehen kann in den Zahlen. In den USA, da haben wir ebenfalls Gegenwind, der hält auch noch an. Und zwar haben wir hier insbesondere Margendruck durch Lohnerhöhungen, obwohl Starbucks schon relativ gute Löhne zahlt. Um die 15 US-Dollar haben wir hier Druck durch Vergewerkschaftung. Und wir haben auch Margendruck durch höhere Kosten jenseits des Personals, beispielsweise Rohstoffkosten und Transportkosten. Aber auch das lässt sich meistern und das Management gibt das Ganze weiter an den Verbraucher durch höhere Kosten und die Verbraucher sind tatsächlich bereit, auch das zu bezahlen. Das heißt, da wachsen dann die Bäume zwar nicht in den Himmel, aber es wird immer noch ein Umsatzwachstum in hohen einstelligen Bereich erzielt in den USA. Und wenn dann die Situation wieder besser wird, wird auch der Umsatz stärker anziehen. Das ist was auch bei anderen Unternehmen ist, wie beispielsweise Pepsi-Cola oder McDonald's, die sind ähnlich in einer ähnlichen Situation. Das heißt, die haben ganz starken Marken, die Verbraucher sind bereit dafür zu bezahlen. Aber es ist halt momentan ein Gegenwind, der das Wachstum etwas ausbremst. Das Management geht aber davon aus, dass wir ein Gewinnwachstum haben in diesem Jahr zwischen 16 und, ich muss mal kurz gucken, na, zwischen 15 und 20%. Und der bereinigte Gewinn soll an Analysten um 17% wachsen, also genau in der goldenen Mitte, sage ich mal. Und das schauen wir uns mal an, wie viel Rendite wir mit dieser Aktie, erwarten können. Machen wir mit dem bereinigten Gewinn und dann gucken wir uns hier den Fernwert an. Und wir haben momentan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,4 und das liegt schon unterm Schnitt von 28,4. Und das wäre dann out of the box und hier mache ich mal bis zum Jahr 2025 nur eine Renditeerwartung von 23,7% im Jahr, wenn es denn so käme. Das ist natürlich schon
einiges an Potenzial. Man sieht auch, dass der Aktienkurs zuletzt enttäuscht hat. Wir haben heute einen Aktienkurs von 91 US-Dollar und das hatten wir schon im Jahr 2019. Mitte 2019 waren wir schon da, also vor 4 Jahren. Leichte Unterbewertung und jetzt steigende Gewinne, leichte Unterbewertung und so kommt ein relativ hohes Renditepotenzial zustande. Man kann natürlich hier noch dann ein bisschen runtergehen von der Bewertung oder hier mit den Hilfslinien sagen, ich nehme jetzt nicht 134 US-Dollar, sondern zum Beispiel nur 120 in Anführungszeichen US-Dollar. Da war ja der Aktienkurs auch schon in 2021, da wäre immer noch eine Renditeerwartung von knapp 17%. Hier gibt es übrigens auch Dividende, die Dividende momentan bei 2,3%. Und wie man sieht, ist es im historischen Vergleich bereits eher hoch. Dann haben wir hier noch Dividendenwachstum, sodass man auch irgendwann auf 3% persönliche Dividendenrendite kommen sollte mit der Starbucks-Aktie. Dann gehen wir zur nächsten Aktie und das wäre Alphabet, auch ein alter Bekannter. Hier haben wir Wachstumsraten, die sehr konstant sind von knapp 20%. Insofern sollte man langfristig auch 20% Kursgewinne erzielen mit dieser Aktie. Und ich denke, die Stimmung ist ein bisschen schlecht bei dieser Aktie, weil man aufgrund des Aufstiegs von künstlicher Intelligenz vielleicht Angst hat, dass die Suchmaschinen nicht mehr so genutzt werden. Und die Suchmaschinen sind ja der Treiber für die ganzen Anzeigen, über die Alphabet sein Geld verdient. Sieht man ja bei den Segmenten hier. Da haben wir das Segment Google Services und das ist eben das Anzeigensegment. Und da ist die Suchmaschine ganz stark. Es gibt dann noch AdWords und YouTube und da ist auch das Android-Betriebssystem drin und ein paar andere Sachen, aber im Prinzip die Cash-Cow ist die Werbung. Alphabet schläft nicht, meine persönliche Meinung, hat jetzt auch Google Bards ja vor längerem schon rausgebracht, die nach meinen Tests ChatGPT von der Antwort her nichts nachstehen, konnte auf jeden Fall nichts feststellen. Es gibt dann noch andere Produkte, die da jetzt schon veröffentlicht worden sind, wie Bildbearbeitung mit künstlicher Intelligenz und mehr. Und ich gehe einfach davon aus, dass die Suchmaschinen weiter genutzt werden und dass die jetzt von Alphabet eben entsprechend so geändert werden, dass auch künstliche Intelligenz da eben immer mehr eine große Rolle spielt. Und die Suchmaschine ändert sich schon die ganze Zeit, also seit Jahren. Die steht nie still und es funktioniert einfach hervorragend. Wir haben dann auch die Segmente Google Cloud und Alphabets. Google Cloud verbrennt Geld, wächst aber schnell, verbrennt aber tendenziell immer weniger, was man an operativen Margen sehen kann, die auch hier eingeblendet sind. Und Alphabets verbrennt nach wie vor Geld. Da ist Waymo, also autonomes Fahren und andere Sachen sind da drin. Also mal gucken, ob da irgendwann mal wirklich was dabei ist, was dauerhaft Profit abwirft, ist aber fürs Erste eigentlich nicht nötig, solange das Werbegeschäft läuft. Schauen wir mal an hier im beim fairen Wert, wie es da aussieht, was wir da für eine Rendite erwarten können. Da macht es keinen Unterschied groß, ob wir den bilanzierten und bereinigten Gewinn nehmen. Es ist aber so, dass der bereinigte Gewinn ein bisschen konservative, faire Werte ausspuckt. Deshalb nehmen wir den und dann ebenfalls hier out of the box. Ja, wir haben hier übrigens im Schnitt nur ein KGV von 20,8. Damit ist die Aktie relativ günstig. Wir haben hier übrigens vor kurzem auch erst Alphabet analysiert bei uns im Premium-Bereich. Das sieht man auch im Vergleich zu anderen Tech-Unternehmen, dass Alphabet wirklich günstig ist, obwohl die ein Wachstum haben, jährliches Gewinnwachstum von 20%. So, dadurch haben wir jetzt bei einer leichten Überbewertung ein Renditepotenzial von etwas unter 20%, 17,8%. Und hier sehen wir auch die Wachstumsraten, die knapp um die 20% weiterhin liegen sollen. Insofern sehe ich da auch, bin ich auch recht optimistisch, dass man als langfristiger Investor bei Alphabet, insofern das Werbegeschäft weiterläuft, zweistellige Renditen erzielen kann und damit auch eine Outperformance erzielt. Dann kommen wir zur Aktie Nummer 3 und das ist die Aktie, die wahrscheinlich, vermutlich keiner kennt und das wäre Aristocrat Leisure aus Australien. Die haben eine Marktkapitalisierung von 15,5 Milliarden Euro, die sind also gar nicht so klein, bezahlen übrigens auch Dividende 1,4%. Was machen die eigentlich? Die sind im Glücksspielgeschäft tätig, kommen von Automaten wie der einarmige Bandit, Roulette-Tisch etc. Ihre Kunden sind also Casinos, das sind die klassischen Kunden, sind jetzt aber auch in das mobile Gaming vorgerückt und machen da dann auch
Handyspiele, auch Casino und Glücksspiele. Ich zeige das mal hier ein bisschen. Wir haben hier, also wir haben insgesamt drei Segmente. Wir haben zwei Segmente, die sich mehr oder weniger mit dem gleichen Inhalt beschäftigen, das heißt mit den klassischen Glücksspielautomaten, Glücksspieltischen etc. Man teilt das auf, weil es unterschiedliche Umsatzarten generieren. Wir haben die Outright Sales, das sind quasi die Einmalverkäufe. Da wird der Großteil des Umsatzes erzielt durch den Verkauf der Automaten etc. Dann vielleicht noch ein bisschen was mit Wartung, aber im Großen und Ganzen mit dem Verkauf. Und dann können die aber auch, ich sage mal in Anführungszeichen, vermietet werden, ebenfalls an Casinos. Und das wären dann die Gaming Operations. Und dann gibt es entweder eine Fixed Fee, also eine feste Gebühr, pro Tag beispielsweise, die dann fällig wird. Oder es gibt eine Gewinnbeteiligung auf die Automaten, an den Automaten oder den Tischen. Das sind dann recurring, also wiederkehrende Umsätze, recurring revenues, die hier erzielt werden. Man sieht das Ganze auch hier bei den Segmenten. Das wäre also das hier, Outright Sales, also direkte Einzelverkäufe. Und das andere wäre Hardware-Vermietung, das wäre quasi der Gaming-Bereich. Dann haben wir noch Pixel United, und Pixel United sehen wir hier, und das ist auf dem Handy, was da installiert wird. Das sind also auch, die sind auch Publisher, also die entwickeln Handyspiele und vermarkten die auch. Und wenn man das dann nochmal aufteilen möchte, dann wird über die Hälfte des Umsatzes mit so Casino-Glücksspiel quasi erzielt, wo es auch Recurring Revenue Stream gibt, das wäre hier. Und dann haben wir aber auch noch Role-Playing Games, also so anspruchsvolle Spiele, Strategiespiele, wo man länger Zeit verbringt, und noch Casual. Das sind die, wo man immer ganz kurz mal spielt, wenn man ganz kurz Zeit hat, auf der Haltestelle, Toilette oder sonst irgendwo, wenn man auf irgendwas wartet. Und das wäre dann hier dieses Grüne. Und man sieht übrigens auch, dass das Ganze so einen gewissen Diversifikationseffekt hat, denn wir haben während Corona und der Lockdowns hier einen Einbruch gehabt beim Umsatz, weil die Casinos geschlossen waren in erster Linie. Und beim Mobile-Bereich hatten wir hier dann, hier sieht man das, dann Rekordumsätze, die dann auch vom Niveau jetzt dann auch weiter wachsen. Was typisch ist für das Publisher-Geschäft, also hier, das ist, dass man auch wächst durch anorganisches Wachstum, durch Zukäufe, das sehen wir hier. Das ist also der Goodwill. Nicht wundern, dass der Goodwill hier plötzlich verschwindet. Im Zwischenbericht wird einfach nicht ausgewiesen und der geht dann in dem Kernvermögen unter. Aber sobald es dann der fertige Jahresbericht da ist, erscheint der Goodwill wieder. Wir haben hier eine Dividendenkürzung. Unterschied zwischen bilanzierten bereinigten Gewinn und Steuergutschrift, habe ich nachgeschaut. Wir haben hier eine Dividendenkürzung während Corona. Wir haben auch früher mal Dividendenkürzungen gehabt, aber das ist schon sehr lange her. Interessant ist, dass der freie Cashflow auch durch die Steuergutschrift Rekordhöhen erreicht hat, und dann hat man trotzdem die Dividende gekürzt. Das Management hält also nicht allzu viel von einem strebt den Status eines Dividendenaristokraten also nicht an. Kann uns aber egal sein, denn das meiste, was wir hier erwarten an Rendite, sollte durch Kursgewinne erfolgen und nicht durch Dividendenausschüttung. Wir sehen, dass es seit dem Jahr 2011 ungefähr sehr gut läuft. Da haben wir Renditen erzielt dann im Durchschnitt von rund 28% im Jahr mit dieser Aktie. Trotz Korrektur, die Aktie hatte schon fast 50 US-Dollar, australische Dollar gekostet und notiert momentan bei unter 40 australischen Dollar. Mit einem KGV auf dem bereinigten Gewinn von unter 20 bei Wachstumsraten von gut 10% derzeit. Gucken wir mal, was der faire Wert sagt, was man mit dieser Aktie quasi erzielen könnte. Hier haben wir den fairen Wert, und wir sehen, dass die Aktie, weil wir einen 23,2er KGV haben, in der Vergangenheit erstmal unterbewertet erscheint. Ich würde nach unten korrigieren, weil wir eine leichte Verlangsamung des Wachstums haben, und ich würde auch diese sehr positiven Prognosen für das Geschäftsjahr 2025/2026 weglassen. Also würde meine Renditeerwartung hier quasi verankern im vergangenen Zukunftspunkt, dann hier auch mal ein bisschen nach unten korrigieren, hier 19,6, und dann mal gucken, was wir dann da noch haben. Da haben wir einen fairen Wert von 48 US-Dollar, also das, was quasi schon erreicht wurde im Spätjahr 2021,
als der bereinigte Gewinn aber bei 1,35 lag und der soll ja dann hier auf 2,45 Konsensschätzung steigen. Da hätten wir eine jährliche Renditeerwartung von 12,5% mit dieser Aktie und das wäre dann ja auch eine Outperformance. So, das waren jetzt drei Aktien, die ich euch in aller Kürze nochmal vorgestellt habe. Wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, was ist euer Favorit oder was ist dein Favorit? Und was mich auch interessieren würde, wenn du noch eine Aktie hast, von der du glaubst, dass die ebenfalls Potenzial hat, eine Outperformance zu erzielen, dann kannst du auch einen Kommentar schreiben. Dann analysiere ich diese Aktie dann nämlich vielleicht im nächsten Video, wenn es dann heißt, 3 Kursraketen im November 2023. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.